herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Blog-Blogs. Ja, ich lasse euch wieder an meinem Leben teilhaben. Gut, so spannend ist es ja auch nicht. Ludwig ist wieder hier am Start. Ich wollte ganz spontan jetzt ein Video machen, denn vor 2 Tagen, das habe ich glaube ich auch in einer Hörspiel-Fan-Folge erzählt, ist unsere Waschmaschine kaputt gegangen. So, dann haben wir uns eine Waschmaschine gekauft und dann kommt natürlich die Hiobsbotschaft. Wir mussten sie uns liefern lassen, weil in unserem kleinen Fiat 500 passt natürlich keine Waschmaschine. Also mussten wir also 2,5 Tage warten auf unsere neue Waschmaschine. Übrigens, die alte sah so aus, kann ich ja vielleicht mal einblenden. Ne? Eine geile, stylische, silberfarbene Bosch Max-Maschine. Ja? Sie hat 13 Jahre durchgehalten. Faire Geste. War meine erste Waschmaschine, die ich mir gekauft hatte. Ja? Eine neue Waschmaschine, die ich mir gekauft hatte. Die erste. Toll. Hat tolle Dienste geleistet. Aber gut, nach 13 Jahren kann man ja mal zugestehen, dass die Maschine plötzlich mit einem Boom, ja, ihren Geist aufgibt. Egal. 2,5 Tage ohne Waschmaschine ist die Hölle. Ja, wir haben zwar nur ein zweieinhalb, weil ich mit Schlagerguru Karol, ja, und unserem Hündchen, ja, dem Ludwig, ja, haben wir trotzdem manchmal so viel Wäsche wie eine Großfamilie, habe ich den Eindruck. Naja, geil. Das habe ich dann in 2,5 Tagen festgestellt, weil sich die Wäsche getürmt hat. So, heute Morgen, 8 Uhr, Punkt 8 Uhr, standen die Leute mit der Waschmaschine vor der Tür. Ist natürlich immer schön, ne, am freien Wochenende, ja, ganz früh aufstehen zu dürfen. Und brachten uns diese tolle Maschine. Ja, eine LG Direct Drive 7 Kilo, so heißt die, ich weiß es gar nicht. Und wir stellten dann fest, man kann sie auch mit dem Smartphone bedienen. Mein Gott, das brauchen wir alles gar nicht. Wir brauchen nur eine Waschmaschine, ja, die funktioniert. Nicht mit Smartphone, na egal. Die ist 7 Kilo, da kann man mit 7 Kilo kann man sie befüllen. Wichtig war uns aber auch diese Energieeffizienz, ja, dass man wenig Strom verbraucht. Ne? Ist ja auch umweltschonend und spart natürlich auch den Klingelbeutel. Und da habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal das tolle Teil und ihr dürft daran teilhaben, wie ich sie zum ersten Mal bediene, weil da habe ich mich null Ahnung davon. Aber Gott sei Dank gibt es ja solche Bedienungshefte. Und ja, 1000 Sachen, die vorher meine alte Waschmaschine gar nicht konnte. Zu Recht, aber auch nicht zu Unrecht, man weiß es da nicht. Habt ihr auch mal eine Waschmaschine kaputt gehabt vor kurzem? Und man muss sich auch davon verabschieden. Ja, es ist einem schon bewusst, dass die ganzen Elektroteile, dazu gelten Fernseher, Handys, Waschmaschinen, ja, sehr lange halten, weil die Firmen wollen ja verkaufen und so werden so langlebige Produkte wie zum Beispiel Waschmaschinen, also früher haben die Waschmaschinen bis zu 20, 25 Jahre gehalten, halten heute zwischen 5 und 6 Jahre. Nur damit wir Endverbraucher wieder kaufen, ja? Keine Ahnung. Und Abwrackprämien gibt es halt nicht bei Waschmaschinen und Fernseher und Tablets. Nein, das nicht. Wie gesagt, die Waschmaschine habe ich schon befüllt. Ich wollte nicht gerade hier schmutzige Wäsche waschen. Eigentlich wasche ich jetzt eigentlich auch schmutzige Wäsche. Aber ich habe schon mal befüllt. Jetzt müssen wir nur rauskriegen, wie wir die ganze Sache in Gang kriegen. Ich habe mir so überlegt, wir machen das, weil es so hier steht, kann man zum Beispiel anfangen mit einem Mix. Damit können verschiedene Gewebe gleichzeitig gewaschen werden. Gut, 40 Grad ist ein bisschen wenig, oder? 40 Grad. Hygiene ist auch nicht schlecht. Hygienische Reinheit sollte in Wäsche in heißem Wasser gewaschen werden. Machen wir in Hygiene. Werden wir mal probieren. Wir werden es jetzt zusammen mal testen und versuchen, die Waschmaschine mal in Schuss zu kriegen. Ja, jetzt werden wir erstmal natürlich hier das Fach öffnen. Hier kommt das Pulver rein, wurde mir zugetragen. Oh, ist ein bisschen brockig, mein Gott. So, sieht auch ein bisschen aus wie Koks, oder? Habe ich mir heute Morgen ein bisschen durch die Nase gezogen, dieses Waschmittel. Gut, dann müssen wir die natürlich erstmal anmachen. Wow, begrüßt sogar mit einem Ton. Ja. Dann müssen wir gucken, wir wollen eigentlich auf Hygiene machen. Ja, gucken. Hygiene haben wir. Ja, und dann müsste es auch alles auf Play, oder? Und vor allem ganz gut ist hier an diesem Knopf, habe ich gelernt, oder habe ich eben gelesen, man kann die Waschmaschine auch im laufenden Programm unterbrechen und kann, wie man so kennt, ja, das heißt sich ja wie die Pest, ja, man hat die Waschmaschine befüllt, lässt sie dann laufen und dann stellt man fest, scheiße, da liegt ja noch ein Socken. Da kann man stoppen
die Waschmaschine wieder befüllen. Man muss ein bisschen warten, bis das Wasser abgepumpt ist, ja klar. Und dann läuft die wieder von neuem. So, wir gucken mal hier. So, geht's jetzt? 60 Grad stimmt. Ist zu, kann man nicht mehr ran. Und jetzt? Geht's jetzt an? Es geht los. Ich bin nervös. So, die Waschmaschine versucht Wasser zu ziehen. Ich weiß nicht, wie lange dieser Prozess dauert. Jetzt, er zieht Wasser. Hört sich schon mal gut an. Und das Geile daran ist, ja, an der Waschmaschine steht sogar dran im Display, wie lange der Waschvorgang dauern wird. Und zwar 3 Minuten 25. 3 Minuten 24 dauert dieser Vorgang und in der Zwischenzeit kann man ja seinen Tag strukturieren. Zum Beispiel kann man sich ja auch tolle Botschaften des Pachters mal durchlesen. Schlagerguru schreibt mir tolle Botschaften jeden Morgen, unter anderem hier. Wieso hat eine Frau eine Gehirnzelle mehr als ein Pferd? Damit sie das Wasser beim Putzen nicht aus dem Eimer trinkt. Ja, das sind so kleine Schovi-Sprüche, die brauche ich natürlich morgens. Ja, ich warte, dass die Wäsche gleich zu Ende geht und ja, ich bin total glücklich gerade mit meinem Weihnachtsgeschenk. Mit meinem Weihnachtsgeschenk einer Waschmaschine von LG. Ja, die wirklich Multitasking und multifunktionell ist. Wie gesagt, wie mit einem Smartphone bedienen. Ich glaube, das brauchen wir nie. Das ist sinnlos. Wir brauchen die wirklich nur zum Waschen. Hat sogar Internetzugang und 10 freie SMS. Nee, das war jetzt gelogen. Ja, kein Internetzugang und auch keine 10 freie SMS. Naja. Ich hoffe, mein kleiner Blog hat euch gefallen. Ich weiß, ich habe lange keinen mehr gemacht. Es gab ja auch nicht so Dramatisches in meinem Leben, wo ich gesagt hätte, ja, jetzt müssen wir mal einen Blog machen. Jetzt hat es sich angeboten. Falls euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch, liked meine Seiten und ja, kommentiert fleißig. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag und bleibt sauber. Wascht nicht zu viel schmutzige Wäsche.